Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute ist der Park von Speckless Master dran. Du hast das Ganze eingesendet, leider keinen Text in die E-Mail dazu geschrieben. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Wir werden jetzt auf jeden Fall reinschauen in deinen Park und ich freue mich drauf und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Oh, wieder Isla Nublar. Ich freue mich ja eigentlich auf die anderen Inseln, muss ich sagen. Aber ihr hattet halt schon viele Parks. Oh mein Gott. Ihr hattet ja schon viele Parks fertig wahrscheinlich auf Isla Nublar. Oh mein Gott. Hatten wir sowas in der Art nicht schon mal? So mega voll gebaut. Es sieht halt so krass aus. Und die FPS droppen halt hart. Also wenn irgendwas laggt, Leute, seid mir bitte nicht böse. Das liegt an dem Park. Ich hoffe, du hast nicht wieder den gleichen Park eingeschickt. Aber ich gehe einfach mal nicht davon aus. Wirst du wahrscheinlich nicht gemacht haben. Speckless. Aber ich glaube, du hast schon mal einen Park eingesendet, der sehr, sehr ähnlich war, ne? Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich werde sehr schnell und überfliegend hier durchgehen, weil... Mein Gott, das ist ja auch alles benannt. Das kann ich leider nicht alles machen, Leute. Das würde viel zu lange dauern. Ja, wir fangen aber hier an. Sieht natürlich sehr vielversprechend aus. Ich bin super gespannt. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass es für mich, für meinen Geschmack, viel zu voll gebaut ist. Aber ist nicht schlimm. Geschmäcker sind immer unterschiedlich. Ja, ich werde auch, glaube ich, so ein bisschen mehr in der... Ja, von hier oben so ein bisschen mehr gucken, weil sonst komme ich einfach durcheinander von den Wegen her. Wenn ich jetzt in Zuschauerperspektive gehe, dann verlaufe ich mich. Wir überfliegen das einfach mal so. Ich denke mal, das ist nicht schlimm. Hybridgeschichte heißt der Park. Ah, interessant, okay. Ich glaube, sowas hatten wir noch nicht. DNA-Operationszentrum. Nee, Oberration. Okay. Drogenlehranstalt. Nicht sicher. Insel Hochschule für Doofe. Okay. Interessant. Schutzraum, Schutzraum. Ja, egal. Du kommst auf jeden Fall hier, man kommt hier raus, kommt dann auch so eine schöne Wegfläche. Nintendo. Das ist die Fake-Mark von Nintendo. Restaurant, Rattenfraß. China-Grüße. Das ist wahrscheinlich ein. Ah, ne, das sind chinesische Klamotten. Alk. Wow. Alk. Eine Bar Alk nennen. Sehr gut. Steine zu verkaufen. Falsche Muckibude. Also Bowling Center. Okay. Ja, mit den Namen, das werde ich nicht alles durchgehen, Leute. Wenn jetzt hier jeder Laden benannt ist. Ihr seht das ja schon. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Also ich bin komplett überfordert, muss ich sagen. Aber das ist halt. Der ist halt auch ultra voll gebaut, der Park. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier in diesen Turm. Ich werde jetzt. Oh. Ich werde jetzt erstmal random einfach durch diesen Park irgendwie durchgehen. Das ist halt echt schwer. Weil, der Park hat sicherlich eine Struktur, aber die ist natürlich für jemanden, der den Park nicht kennt, sehr schwer durchschaubar, wenn er so voll gebaut ist. Ah, okay. Hier sehen wir auf jeden Fall den Nasutoceratops, Styracosaurus. Sehr, sehr cool. Ich werde jetzt auch nicht jeden Beobachtungsturm hier durchgehen. Seid mir da bitte nicht böse. Ich denke, ihr könnt das verstehen. Ties. Oh mein Gott, ey, dass man immer darauf. Bescheißstation, das glaube ich nicht. Mich bescheißt sie nicht. So, wir fahren natürlich einmal kurz hier durch. Das werden wir uns nicht nehmen lassen. Oha. Oha, oha, oha. Hier ist richtig Chaos in dem Gehege, habe ich das Gefühl. Tour offline. Oh. Benutzersteuerung wird eingeleitet. Ich finde auch dadurch, dass es so vollgebaut ist und überall was steht, hat man nie irgendwie so eine chillige Ecke oder so. Ich meine, das ist auf dem einen Dings nicht schlecht, aber es ist auch mal schön, wenn man da so in so einem Wald fährt und dann kommst du rausgefahren und dann auf einmal so eine offene Ebene, wo dann die Dinos stehen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber ja gut. Hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon bemängelt, ne? Dass es nicht so meins ist, wenn das so mega voll gebaut ist. Ist auch mega schwierig und kompliziert, so zu bauen, oder nicht? Stelle ich mir total schwierig vor. Weil du hast ja nicht einfach alles irgendwie random vollgestellt, du hast es ja wirklich mit System vollgestellt. Das ist ja nicht scheiße platziert oder so, einfach irgendwie. Das ist ja wirklich dir Mühe da gegeben. Die ganzen Bäume und so, die stehen ja noch in guten Formen und synchron und so. Also, ich würde gerne mal wissen, wie lange du dafür gebraucht hast. Das hat schon ewig gedauert. Aber bis jetzt sehe ich hier keine Dinos. Was ist hier los? Auf jeden Fall ein Fleischfressergehege. Fahren weiter. Ich will jetzt gerade gar keine Zeit verlieren, weil wir so viel zu entdecken haben. Oh, da sehen wir die ersten. Deinonychus. Wunderschöne Dinos mit tollen Skins. Gerade auch der Türkise hier. Er kommt sogar einmal zu uns, um uns Hallo zu sagen. Na, du Kleiner. Oh, du Süßer. Kleiner Frechdachs. Aber kein Hybrid. Ich dachte, der Park heißt irgendwas mit Hybrid. Der hat auch so tolle Skins mehr, der Deinonychus.
Ja, das ist mein Lieblingsskin. Fahren wir mal kurz hin. Der hier, der rote. Den finde ich richtig nice. Komm mal zu uns. Nicht abhauen. Schade. Aber ihr kennt ihn sicherlich. Den finde ich richtig, richtig cool. So. Ah, hier ist er nochmal. Perfekt. Jetzt seht ihr ihn nochmal. Bisschen näher. Auch sehr bedrohlich aus der Deinonychus, ne? Aber cooler Dino. Okay. Ja, ich will jetzt weiter. Was ist da denn los? Haben Sie das gerade gesehen? So witzig. So, durch das Tor wieder durch. Kommen wir zu Kanos. Und zwar nicht zu wenigen, 5 Stück. Waren auch gerade ziemlich viele Deinonychus. Also du scheinst hier an Dinos auch nicht zu geizen. Bin ich tatsächlich auch nicht so ein Fan von, wenn man zu viele Dinos im Gegner hat. Bei Kanos mache ich meistens immer nur 2-3 Stück maximal. Aber Kanos ist auch cooler Dino. So, wir fahren weiter. Aber wir haben viel, viel vor uns. Wir können, glaube ich, hier richtig viel entdecken. Ich glaube, das ist eine sehr lange Gyrosphären-Tour. Werden wir gleich sehen. Scheint mir zumindest durch viele Tore zu gehen. Wobei wir jetzt wieder zurückkommen in das Tor oder in das Gehege, wo wir herkommen, glaube ich. Ja. Oh mein Gott, guckt euch das einfach an. Also die Gehege, das grenzt schon an Massentierhaltung so ein bisschen, oder? Also irgendwie... Das kommt so rüber. Es sind so viele Dinos hier. Kommen auch gerade Styrakus auf uns zu. Auch toller Dinosaurier. Triceratops habe ich noch gesehen. Nasutoceratops hatten wir noch vorhin gesehen. Ich will jetzt aber weiter hier. Ich weiß nicht, ob es noch in weitere Gehege reingeht. Das kann ich euch nicht sagen. Oder ob die Tour hier endet. Kollegin, einmal vorbei. Ich werde mich zu 100% verlaufen in einem Park. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Nee, ich glaube, wir haben alle Dinos gesehen soweit. Wo sind wir jetzt durch? Seht ihr, das meine ich. Also er hat ja nicht mal alles mega voll gespammt. So, es sieht ja alles noch schön aus. Aber wenn man so von oben guckt, sieht das schon... Wohl so schlimm ist es irgendwie? Ich weiß nicht. Schwer zuzuordnen. Aber ist schon sehr voll gebaut, ne? Und die Dinos, die haben sich halt auch einfach nur nicht verteilt. Also hier ist ja noch überall Platz. Ja, das ist, weil hier 2 Futterspender auf einem Haufen sind, glaube ich, ne? Ne, 5 Futterspender in einer Reihe. Ja gut, ist ja kein Wunder, dass die alle auf einem Spot sind. Boah, du hast die sogar alle benannt. Boah, das tut mir richtig leid. Die können wir jetzt nicht alle durchgehen, die Namen. Oh mein Gott. So viel Arbeit hast du da reingesteckt. Boah, sind das viele. Viele, du gemacht hast. Ja, das ist, also für meinen Geschmack ist es persönlich viel zu viel. Auch hier bei den Deinonychus viel zu viel. Es war irgendwo nice, aber das ist auch zu viele Futterspender und so. Also ich finde, manchmal ist weniger mehr, meiner Meinung nach. Also es ist, ja, na gut. Geschmäcker sind unterschiedlich. Ja, ich will es jetzt nicht die ganze Zeit bemängeln. So, wir gehen hier weiter. Was haben wir hier? PS. Bürger, nichts. Schrott. Bar für Alkis. Und dann kommen wir in den nächsten Trakt sozusagen. Also wir haben jetzt hier das hier einmal angeguckt. Jetzt geht's in das nächste Ding. Und du stehst hier total auf diese runden Form, oder? Hier rund, da rund, da rund. Sehr cool. Was haben wir denn hier? Komische Fusion. Du hast aber wirklich alles benannt. Das ist echt krass. Hier aber leider gerade nichts. Aber auch dadurch, dass du diese Bäume immer so synchron und so aufstellst, sieht das halt nicht natürlich aus. Ne? Ist halt auch so ein bisschen problematisch. Haben wir hier Velociraptoren. Ich habe gerade echt schlechte FPS. Oh, das sind schon wieder so viele. Holy moly. Ist hier eine Tour, die ich fahren kann? Bieg mal hier ab. Ich fahre jetzt einfach mal durch, oder flieg mal einfach durch den Park mit Instinkt. Alter, guckt euch aber an. Turm, Galerie, Turm, Galerie, Turm. Alter Schäde, Leute. Ich bin komplett überfordert. Und mein rechtes Ohr. Ihr seht schon, die backen da auch echt rum, weil das Gehege voll ist, glaube ich, ne? Also, dass die mal mit ihrem Schweif oder Schwanz hinten so ein bisschen rumbacken, ist normal. Aber das ist hier schon echt ein paar Mal jetzt passiert. Guck mal, er macht sogar Show für uns, der Giga. Mega nice. Okay, raus. Hier geht's auf eine die Deutsche Bahn. Hoffentlich ist die
zuverlässiger. So, ich gehe weiter. Zu unserer Rechten sind jetzt hier die Gehege, die wir vorhin hatten. Also da brauchen wir nicht drauf achten. Macht schon mal einfacher. Ich gehe mal hier rein in die Galerie. Aber ein Fehler, wir hätten in den Turm gehen sollen. Ja, es tut mir wirklich leid. Ich habe halt jetzt gar kein System hier, aber es ist halt wirklich schwierig. Also ich denke, ihr könnt das nachvollziehen. Ah, die ersten Hybriden. Sehr gut. Ankylodokus sehen wir da. Und noch eine Gyrosphärentor. Und ich werden wir dann nicht gleich auch so weggekickt. So wie die da unten. Was haben wir denn hier noch? Ist das mal Menschi? Gerade schwer zu erkennen. Könnte mal Menschi sein, oder? Oder, ja, doch mal Menschi. Okay. So, wo ist denn hier der Eingang? Ich würde gerne damit fahren. So, gehen wir doch rein. Gyrosphärentouren mache ich gerne. Das wisst ihr, ja. Aber ich werde schnell durchfahren. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ich glaube, wir werden hier sehr, sehr viele fahren. Weil hier gibt es immer viel zu entdecken. So, hier haben wir den Ankylodokus. Soll ich mal mich da hinstellen versuchen? Nee, geht gar nicht. Kommt er uns jetzt weg? Na, nur so ganz leicht. Nicht weiter schlimm. Tour offline. Benutzersteuerung aktiviert. Kommen wir gar nicht durch. Kann man hier nicht durchfahren? Ah, doch, jetzt. Okay. Groß der Moment hier auch ist, ne? Der Ankylodokus ist tatsächlich der Hybrid, den ich am uninteressantesten finde von den ganzen Hybriden. Von JBE. Aber ansonsten haben wir noch gar keine Hybriden gesehen, weil der Park heißt ja irgendwas mit Hybriden, ne? Aber gerade auch bei Hybriden finde ich, dass man ein bisschen geizen sollte, also nicht so viele machen sollte. Sind halt mega viele Gigas drin. Oh mein Gott. Ich weiß halt echt nicht, wo ich. Ich bin komplett überfordert, also wirklich. Man weiß halt nicht, wo man hingucken soll. Weil es so viele sind. Aua! Boah, ich wurde direkt attackiert. Frech. Wo ist er hin? Ich fahre mal in der Außenperspektive, dann sehe ich ein bisschen mehr. Aber hier sind Raptoren drin. Raptoren sind auch cool. So. Wie geht's hier nochmal lang? Hinten lang. Geht's noch ein weiteres Gehege? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich kann hier auch rausgehen. Ich weiß, es kommt jetzt wahrscheinlich alles so ein bisschen gerusht rüber, aber soll es gar nicht sein. Ich habe nur Angst, dass es sonst viel zu lange dauert. Ja, hier geht die Tour zurück. Und ja, geht dann wieder durch die gleichen Gehege zurück. Ich denke, wir haben die aber gerade schon zu Genüge gesehen. Sehr, sehr cool. Also hier hast du auch schon wieder alles benannt. Oh mein Gott, hast du viel Arbeit da reingesteckt. Ey, ich will nicht wissen, wie lange du daran saßt. Und du hast alles benannt. Aber ist schon ganz gut. Wir haben diesen Block hier abgearbeitet. Wir haben jetzt diesen Block abgearbeitet. Also rein theoretisch könnten wir so... Das kommt mir mega bekannt vor, Leute. Haben wir das schon mal so... Ey Leute, das wird ewig dauern. Also ich muss da wirklich schnell durchrushen. Ich denke mal, ihr werdet mir da auch nicht böse sein. So, wir gehen mal wieder zurück hier den Weg. Und wenn es ein bisschen laggt, seid mir auch nicht böse. Liegt daran, dass der Park so komplex ist. Ja, wir schauen mal hier rein. Ich würde sagen, wir gucken gleich mal und schauen direkt nach einer Gyrosphärenfahrt. Bevor ich jetzt hier groß alle Dinos angucke, machen wir es doch so. Können wir die wenigstens ein bisschen mehr genießen. Ah, hier ist der nächste Hybrid. Sehr cool. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir schon mal ein... wer ist der denn nochmal? Stego. Wie heißt der denn? Stegoceratops. Ja, Stegoceratops, genau. Dass wir den schon mal gesehen haben im Park. Ich glaube nicht. Vectorus. Mag ich auch sehr gerne. Stegoceratops ist auch cool. Aber sehr abgespaced, ne? Haben wir natürlich jetzt auch in unserem High-Security-Park als erstes gebaut. Hier geht's in das nächste Gehege. Ah, ist gar kein Gehege hier, ne? Ich glaube, das ist nur so eine Zwischenschleuse dann gegen, ne? Finde ich cool. Oh, wie cool der Baum hier aussieht. Mit den ganzen Lianen und so. Sieht nice aus. Schade, dass man sowas nicht auswählen kann manuell. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Oha. T-Rex. Hi, Rexy. Ich hoffe, einer von den Rexys bin wenigstens ich. Oh, oh.
Er schnüffelt Freiheit. Tu es nicht, Rexy. Dein braver Rex. Okay, er ist ein braver Rex. Oha. Rexy ist zum Beispiel auch ein Dino, den würde ich maximal zweimal machen. Meistens nur einmal im Park oder so. Ne? Aber du hast ihn, glaube ich, hier irgendwie im zweistelligen Bereich oder so gemacht. Aber ist ein cooler Dino. Auch noch Ziegen rum. Und ab ins nächste Gehege. Aber es kommt mir schon bekannt vor. Ich glaube, du hast einfach einen Park von dir genommen und nochmal umgebaut, ne? Den ich schon mal bewertet habe. Kann das sein? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich weiß auch nicht. Zumindest so ein bisschen. Aber ist ja an sich nicht schlimm. Gott, jetzt bin ich verwirrt. Ich muss abbiegen, ne? Oha, okay. Das Gehege ist vielversprechend. Hier sind schon mal die Kollegen in einem Baum gerammt worden. Schön fest, ne? Kann ich dir helfen? Hey, Jungs, tut mir leid. Sieht schlecht aus, ne? Ihr seid im Indominus Rex Gehege gefangen. Ich glaube, ihr seid Futter. Oh Gott, der Indominus. Das ist aber auch ein krasser Dino, ne? Oh mein Gott. Okay, fahren wir durch. Achso, was ich euch noch als Tipp geben kann, der Speckless, wie heißt du denn nochmal weiter? Speckless Del? Ich weiß gerade den Namen nicht. Irgendwas mit Speckless. Der hat auf jeden Fall eine E-Mail geschickt und hat den Link zum Runterladen in den Betreff geschrieben. Solltet ihr nicht machen, weil das Ganze im Spam-Ordner gelandet ist, dadurch. Und ich habe zum Glück nachgeguckt. Deswegen habe ich deinen Park noch gefunden. Aber wenn mir ein Link in den Betreff schreibt, dann kann es ganz schnell passieren, dass das im Spam-Ordner landet. Also seid vorsichtig. Wenn ich den dann, die dann übersehe, die E-Mail, dann tut es mir natürlich leider nichts dafür. So, was haben wir hier? Alus? Ganz viele Alus. Alus sind auch cool. Aber ich weiß nicht. Irgendwie kommt nicht so. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist, aber irgendwie, dadurch, dass es so viele sind und so Massentierhaltung, kommt nicht so dieses richtig coole Gefühl rüber, wenn man mal dann einen T-Rex sieht oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Das ist halt irgendwie dann nicht so was Besonderes. Man kommt hier rein. Das ganze Gehege ist voll mit Agros. Agrocanthus. Ich meine, es ist ein cooler Dino, aber wenn man ihn dann nur so einmal sieht und dann kommt er so aus dem Dschungel, dann beobachtet man ihn auch länger und ausführlicher. Das sieht eigentlich, wenn ich hier draufstehe. Ausführlicher als, kommt jetzt kein Futter mehr. Schon mein. Ja, als wenn hier überall welche sind, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Eine Ziege. Ja, gut. Ja, ich kann das halt irgendwie nicht so genießen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Und ins nächste Gehege und alles voll mit Albertus. Ja, es ist einfach zu viel für mich. Ganz ehrlich. Es ist einfach zu viel. Ich glaube, es geht jetzt auch nur noch zurück. Ich kürze das Ganze dann für uns alle mal ab. Wir wollen ja alles vom Park sehen. So, Agros. Ja, guck mal. Ah, wir sind jetzt schon das ganze Stück hinten. Oh mein Gott, okay. Hier, hier. Waren wir bei denen? Dominus Rex waren wir bei den Indoraptoren? Ah, da bin ich, glaube ich, einfach nur vorbeigefahren, ne? Aber hier ist auch wieder Massentierhaltung. Wisst ihr, das ist halt so ein Dino, der ist was richtig Besonderes für mich persönlich. Und wenn er dann einfach in 20 Mal da ist, dann kommt das irgendwie nicht so rüber. Der kommt dann halt rüber wie so ein Struthiomimus zum Beispiel. Ich finde, ein Struthiomimus, der muss in der Herde sein, damit er richtig cool wirkt. Und ein Indoraptor oder ein Dominus Rex oder ein T-Rex zum Beispiel, finde ich eben nicht. Also der gehört halt nicht in die Herde, meiner Meinung nach. Oh, die arme Ziege. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir die Rexies. Dann waren wir im Indoraptor-Gehege, ich habe es nur verpeilt. Ja, gut. Waren wir hier schon durchgefahren? Ja, hier waren wir auch schon. Hm. Hier ist noch eine Tour. Ah, nee, hier. Nee, habe ich angefangen. Okay. Ah, die Tour geht noch hier zurück. Okay, fliegen wir mal eben so durch, Leute. Ja, Spinoraptor. Oh, cool, der jagt gerade. Auch cooler Dino. Aber wie gesagt, hier ist auch wieder dieser Effekt. Spinoraptor kann ich es noch verstehen, wenn man 3-4 Stück macht. Weil Raptoren ja auch im Rudel jagen. Vielleicht auch noch 5 oder so. Aber wenn dann da 20 sind, dann geht irgendwie schon der Effekt so verloren. Aber das ist echt cool, wie die hier die Fische fangen. Finde ich mega nice. Feiere ich die Animation. So.
Wie weit geht's? Können wir hier? Ich gehe jetzt einfach hier so durch. Oh, die ist gar nicht so häufig da drin, ne? Ach, guck mal hier. 3K Charodontos. Darüber kann man sogar noch reden. Das geht noch klar. 3 Stück. Das wäre aber für mich zum Beispiel so ein Dino, da würde ich, glaube ich, nur 2 von machen. Aber das kann ja jeder anders sehen. Das hat alle benannt. Das ist so krass. Oh mein Gott. Wie viel Zeit hast du da investiert? Da wäre ich viel zu faul für, wenn ich so viele Dinos hätte. Geran. Überfliegt die halt auch nur so ein bisschen. Guck mal, das geht auch sogar noch klar. 5 Ceratos kann man auch. Für mich wieder persönlich ein bisschen zu viel. Aber 5 geht noch. Ich weiß, hier ist nochmal eine Jurassic Tour, aber ich fliege jetzt mal so rüber, damit ich nichts verpasse. Weil ich verlaufe mich halt richtig hart hier. Ich weiß nicht. Herrerasaurus, der ist cool. Das ist zum Beispiel wieder ein Dino, da würde ich auch viele von feiern. Vielleicht jetzt auch nicht übertrieben viele. Ich würde so... Na, das ist schon wieder viel zu viel. Ich würde... Ja, 5, 6. 4 bis 6 würde ich so machen. Je nach Gehegegröße, denke ich. Aber du siehst ja, das sind ja 20 gefühlt. Vom alle benannt. Aber für mich geht halt echt dieser Besonderheitsfaktor der Dinos dann verloren. Ist halt irgendwie echt so. Ich weiß nicht. Ich kann das dann nicht so genießen, das Angucken der Dinosaurier. Das ist halt... Ja, aber gerade bei Fleischfressern ist schwierig. Aber du hast schon viele Hybriden hier gehabt. Aber ich hätte mir bei so einem Hybridenpark zum Beispiel... Hybridgeschichte heißt der ja, ne? Aber ich hätte mir bei so einem Hybridenpark so ein bisschen das gewünscht. Ja, dass du mehr so High Security hast, so Doppelzäune und ja, dass die Hybriden mehr so als was Besonderes dargestellt werden. Hier ist es irgendwie so ein bisschen massentierhaltungsmäßig. Ist aber, ja, wie gesagt, ist alles Geschmackssache. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Ob euch das auch so ein bisschen stört oder nicht. Ob ihr es cool findet. Ich finde den Park ein bisschen zu vollgestellt. Never check in. Dass du auch alles benannt hast, ist echt insane. Also das finde ich echt krass. Finde ich richtig, richtig krass. Hier gibt es aber auch so viele Türme und so. Ich würde die gerne alle angucken, aber es ist einfach zu viel. Also auch bei den Türmen und so. Man kann das halt nicht so genießen, weil es einfach zu viel gibt. Es ist echt schwierig. Also wirklich. Nee, ich glaube, ich habe jetzt aber schon fast alles gesehen, ne? Aber wir hatten schon mal so einen sehr ähnlichen Park. Ich weiß nicht, ob der auch von dir war. Kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Ich habe mit Sicherheit viele Sachen übersehen, aber da könnt ihr mir echt nicht böse sein, wenn ich hier was übersehe. Weil ihr seht ja, was, wie krass voll dieser Park ist. Also ich habe, denke ich mal, genug zu dem Park schon geäußert, was ich davon halte. Trotzdem vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Hat mir Spaß gemacht, da durchzufahren, auch wenn es für meinen Geschmack persönlich zu viel war. Ist aber nicht weiter schlimm. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr den Park fandet. Falls ihr das Video cool fandet oder gut fandet, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mal einen Park einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung steht drin, wie das Ganze funktioniert. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.